Hallo, ich bin der Delmar Bauer, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der schönen Hauptstadt von Lettland, das ist Riga. Hi, ich bin Lennart, ich bin 20 und ich komme aus Deutschland. Ich heiße Piotrek, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus Polen. Hallo, ich heiße Sine und ich bin 16 Jahre alt und komme aus Dänemark. Hallo, ich bin Paula, ich komme aus Deutschland und bin 18 Jahre alt. Hallo, ich heiße Sarah und ich bin 17 Jahre alt und komme aus Norwegen. Ich war im Dialog im Stillen. Ich war im Dialog im Stillen. In Dunkeln. Dunkel. Ich war im Stillen. Ich war im Dialog im Dunkeln. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich wusste nicht, dass unsere Person wirklich nicht reden und hören kann. Bis zum Ende, erst wo wir in den Fragenraum kamen, dann habe ich es erst herausgefunden, fand ich voll interessant, wie gut sie wirklich leben kann, ohne zu hören und ohne sprechen zu können. Und ich glaube, das Interessanteste, was ich gehört habe von ihr, sie hat ihren Führerschein schon 26 Jahre und ist die ganze Zeit unfallfrei gefahren. Das war eine sehr interessante Erfahrung, finde ich. Also, man ist ja nur für 45 Minuten drin, aber man bekommt wirklich einen Einblick darin, wo man vorher überhaupt nicht drüber nachdenkt, über das Leben von Menschen mit Behinderung, also von Tauben oder von blinden Menschen. Und das ist echt eine sehr interessante neue Erfahrung. Das ist interessant, aber weil ich habe dort zu lang gewesen, das ist für mich zu langweilig. Es war sehr uncomfortable, weil ich nicht sehen konnte. Gott, das ist jetzt sehr allgemein. Ich fand es super interessant, mal wirklich so eine richtige Stille zu erleben, weil es ist ja sonst so, dass man halt einfach nur irgendwie rumläuft und dann nicht so wirklich aufs Hören achtet, aber dass man wirklich da auch die Kopfhörer auf hatte und man wirklich ja nichts gehört hat. Das war eine andere Erfahrung, als wenn man irgendwie so die ganze Zeit so Hintergrundgeräusche von Wind oder von der Straße oder so hat. Und das war sehr, aber auch super interessant, mal so sich auf das Visuelle zu konzentrieren und auf die Körpersprache von allen und welche Gesten die machen und worauf die quasi die Betonung legen, dann wenn sie selber halt visuell ihre Worte ausdrücken wollen. Ich fühlte mich komisch und es war etwas creepy. Ich fand die Gang-Signs ziemlich cool, die wir gemacht haben, aber wahrscheinlich am besten fand ich das, wo wir das Haus gebaut haben. Da war ich mit Samuel, auch aus Lettland, in einer Gruppe und uns haben zwei Däninnen mit Gang-Signs alles gezeigt, von irgendwie wir das Haus bauen sollen. Und am Ende haben wir es sogar wirklich hinbekommen. Das war ziemlich interessant. Am besten, wir haben sehr viele so ein bisschen Spiele gespielt und so weiter und das war eigentlich alles sehr interessant. Zum Beispiel hat man irgendwie so Handzeichen gemacht und dann sollte man erraten, welches Handzeichen welches Tier ist. Das hier wäre zum Beispiel die Katze. Und mein Team hat gewonnen, das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Das, weil ich habe rausgekommen. Wenn ich meinen Stab verloren hatte. Am besten hatten wir am Anfang hatten wir diesen runden Tisch, wo alle drumherum standen. Und dann sollten wir ja mit unseren Händen irgendwie Tiere nachstellen, zum Beispiel den Vogel oder die Spinne, die war glaube ich so. Und auch Formen, zum Beispiel Kreis oder halt ein Rechteck. Und dann sollten wir das über diesen großen runden Tisch machen. Der war. Ich weiß gar nicht, was da genau drauf war, aber dann wurde kurz das Licht super hell angemacht und dann hat man quasi den Schatten von unseren Händen gesehen. Das fand ich mega cool, weil das war sehr künstlerisch, aber halt trotzdem sehr interessant. Das Beste war, als ich wieder sehen konnte. Erstens müde wegen der Corona-Maske, war übrigens auch ziemlich blöd bei Facial Expressions und Lip Reading mit der Maske.
geht nämlich nicht so gut. Aber ich weiß, dass viele emotionell voll berührt waren und so. War jetzt nicht unbedingt bei mir so sehr, aber ich war schon ziemlich beeindruckt von wegen, wie gut unser Tourguide das alles gemacht hat. Und ja, aber für mich Hauptsache war, ich war ziemlich müde, durstig und wollte eine Apfelschorle. Danach haben wir direkt mit der Person, die die Führung gemacht hat, geredet. Und Delmar hat ja eben auch schon erzählt, dass wir die ganze Zeit gar nicht wussten, dass die Person tatsächlich taub ist und deswegen nur mit Zeichen kommunizieren kann. Das war irgendwie nochmal sehr augenöffnend, noch ein paar Fragen an die Person stellen zu können und ein bisschen was über die zu erfahren. Das hat traurig gewesen, dass ich kann sehen und die Frau nicht. Ich fühle glücklich, weil ich sehen kann, aber traurig, weil die anderen nicht sehen können. Ja, danach konnte ich ja wieder hören, also war ich ziemlich froh, dass ich wieder mich auf meinen Hörsinn verlassen konnte. Aber ja, es war halt eine andere Erfahrung, also wirklich die Erfahrung von einem Gehörlosen. Nicht wirklich die Erfahrung, aber halt so mal kurz rein schnuppern, klingt auch komisch, aber halt so kurz zu sehen, die nicht zu sehen, zu erfahren, wie das für die ist, wenn man nicht hören kann. Aber es war, ja, wie ich mich gefühlt habe danach, es war ein bisschen erleichtert, dass ich wieder hören konnte, aber auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber halt so, dass man quasi erlebt hat, wie die Leute, das fand ich super interessant und ja, schlauer vielleicht. Ich war traurig wegen der blonden Person, weil ich mich so unwohl fühlte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte das Video liken, schreibt alles, was ihr wollt in die Kommentare, wir lesen alle. Drückt den roten großen Knopf und abonnieren. Und natürlich für so ORMC Notifications immer an. Okay. Okay. Ja.